Comedy 3D Wheels. Rockstar Games. Standby, 1010, investigate a reported disturbance at Acer Plaza. 10-4, dispatcher, verify address. It's Acer Plaza, repeat, Acer Plaza. Shots fired on the rooftop. An assault in progress at Acer Plaza. Repeat, an assault in progress. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Back to the night the pain started. Ja, Leute, und damit begrüße ich euch zu Max Payne 1. Jetzt wollte ich noch lesen, aber das ging leider nicht. Er sagte so viel wie, wir müssen ein wenig zurückgeben, damit das Ganze einen Sinn ergibt. Ungefähr 3 Jahre vom Anfang. I was still on the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. See ya, Alex. You're still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Ach so, wartet mal, ich muss da Stopp drücken. Das kann man machen, glaube ich. Oder? Nee, das will ich. Scheiße, Mann. Kacke. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd give me the best seat in the house. Front row center. Die Fresse von Max Payne. So Leute, vorher in diesem, wo er mit den Typen gesprochen hat. Also Max Payne hat für die NYPD gearbeitet. Und der Kollege fragte halt, wann er endlich denn mal für ihn arbeiten würde. Also Max Payne, wann er dann zur Polizei übergehen würde und für den Typen da arbeiten würde. Und Max Payne weigerte sich, für die zu arbeiten, weil er nicht sein Leben riskieren möchte. Für diesen Job oder... Ja, er möchte halt für seine Frau und sein Kind da sein. Michelle ist seine Frau und die bekommt ein Kind. So, dann hat er noch eine Zigarette geraucht. Die Zigarette hat er gleich gesagt, das ist seine letzte, weil das echt schädlich fürs Kind ist. Und der Typ hatte dann gesagt, dass er halt ein echter Gentleman ist. Ja, dann haben sie sich noch zum Pokern verabredet oder der Termin stand mehr oder weniger schon. Und ja, dann ist Max rausgegangen. So, jetzt sind wir hier zu Hause. Max freut sich, dass er zu Hause ist. Will zu seiner Frau und sein Kind... What the hell? Was zum Teufel? Oh Gott, die Steuerung ist spiegelverkehrt. Ich dreh durch! Ja Leute, der erste Teil von Max Payne. Ich erzähle euch ganz kurz die Geschichte. Ich habe damals als kleiner Junge dieses Spiel von meinem Cousin bekommen. Und so bin ich auf Max Payne gekommen. Auch ein Rockstar Games Spiel. Eines der ersten Rockstar Games Spiele überhaupt. So, wir gehen mal ran. Listen, someone's broken into my house. Call 911.
Is this the Payne residence? Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to... Good. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello? Also hat ein Typ angerufen, irgendjemand von den Einbrechern wahrscheinlich. Payne hatte sich beschwert, dass jemand eingebrochen hatte, weil er dachte, dass das die Polizei ist, höchstwahrscheinlich. Der Typ war nicht überrascht und er kann Payne nicht helfen. Hübsches Wöhnchen. Hübsches Wöhnchen. Alles schön mit Holz. Recht frisch hier, weil der Ventilator läuft. Ich muss niesen. Gleich. Oder auch nicht. Was haben wir hier? Ein Bild von der Geliebten. Ah, okay. So kann man hier... Kann man hier springen nochmal? Ich muss mal kurz mal gucken. Alter, die Steuerung ist katastrophal, Leute. Nein! Ah. Alter, nee, da muss ich, glaube ich, was umstellen. Das ist ja total gewöhnungsbedürftig. Aber gut, wir gehen erstmal hoch. Oh, shit. Was war das? Michelle! Fuck! Fuck, was war das? Es sind Schüsse gefallen. Freeze! NYPD, drop! Schießen doch ab, Mann! Schieß doch! Wo ist mein Fahnenkreuz hin verflucht? No, 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 please God, no. Oh shit. Das Kind wurde getötet anscheinend. Oder zumindest bewegt sich's nicht mehr. Fuck, was ist hier los? Schatz! Bist du da, Schatz? Digga, du sollst doch schießen, Mann! No, 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 God, no, please, Michelle. Oh, baby. Sie ist tot. Die Max Payne Music, die jeder kennt. Es ist vorbei. No! That was 3 years ago. Everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr. V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. It took us 3 long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, 2 months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover, infiltrated the worst mafia family in New York. Also er arbeitet jetzt undercover und es gibt anscheinend eine Droge, eine krasse Droge in New York. Und er ist jetzt ermittelt, undercover unterwegs, um gegen diese Typen zu ermitteln vorzugehen. I came in from the cold and the dark. Outside the city was a cruel monster. I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and BB were my only contacts in the DEA, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. BB here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Roscoe Street station. I hadn't had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a point-blank shot straight in the face. Something was not right about this. My Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me. Die Fresse. And I was ready to ride. Next stop, Roscoe Street Station. And Alex. Hat er ein verkrüppeltes Bein oder was? The station was drenched in gloom. Alex was a ghost, nowhere to be seen. I'd have to look for him. Na, wir sind natürlich der Einzige hier, Freunde. So, jetzt muss ich aber ganz kurz mal kurz
Ich muss unbedingt was umstellen, Leute. Das ist eine Katastrophe. Wenn das hier auch spiegelverkehrt ist, Mann. Das ist echt heftig. Control Settings. Invert Aiming. No. Das, denke ich, passt soweit, würde ich sagen. So, dann machen wir mal kurz Controller-Konfiguration. Ich hoffe, ich kann es umstellen, aber ich glaube, das ging nicht. Schießen zum Beispiel. Shut Dutch. Wie kann ich denn hier springen? Wartet mal. Jump ist da. Wo ist jetzt Jump? Auto Aim. Shut Dutch. Ist doch voll scheiße, oder? Da muss ich wahrscheinlich dann so lassen. Müssen wir Config 1 drin lassen. Es ist zwar kacke, aber naja. Das Springen, das ist echt blöd. Fuck, was ist hier passiert? Immer diese U-Bahn-Tunnel. Sind wir hier in Berlin? Sicherheitspersonal. Death was in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast. Die Frisur sitzt. Okay. Er ist verreckt. Warum auch immer. Beretta-Munition. Brauchen wir unbedingt. Was haben wir hier Schönes? Jetzt kommt wieder Pannes Lootwahn. Lootwahn! Was haben wir hier? Eine Dose Milch. Und hier? Alter, die Steuerung ist katastrophal auf Konsole. Ich hab's damals auf PC gezockt, Leute. The pills would ease the pain. Jetzt kommen welche. Wasn't Jake supposed to take care of this? He and Mickey are having too much fun. Hold it! Mann, spring doch nicht immer, Mann, Digga! So, Max, okay, das passt schon mal. Alter Schwede, was sind das für Gestalten? Shit, was geht hier ab? Warum springt er nicht so, wie ich das möchte? Hohoho, die Diegel, Alter, die dreht wieder durch. Ah, so geht das. Oder warte mal, ist es dann... Ah, jetzt. Ah, nice. Jetzt haben wir das richtig draus hier. Aber jetzt fehlt mir natürlich wieder Bullet Time. Du jetzt wieder Kacke. Jetzt fehlt mir wieder ein bisschen Bullet Time. Yo, guys. Hey, we're getting around. You hear me? Digga, was ist los? What? Nein! Oh, ich muss jetzt mal mit der Steuerung klarkommen, Leute. No, please. No, please. Diggas, Alter, was geht hier ab? Was für Gestalten hier rumlungern? Oh, hier singt jemand. What the? Bam! Na, ja, nicht mit mir, Kollege, ha? Nicht mit mir, ha? Gibt's Stress hier, Digga? Nur warte mal, wir gucken hinten, ob wir noch was haben, aber es sieht gut aus. Okay. Part 1. Der amerikanische Traum. Er speichert. Okay. Was ist das hier? Ein Penis? Nee, keine Ahnung. Gut, wir gehen runter. Right? Right. Oh, fuck. Damn. Geil. Oh, shit! Alter, fuck. Wie kann ich denn jetzt was zum Heilen nehmen? Shit. Okay, auf Kreis. Alter Schwede, wir brauchen unbedingt was zum Heilen, Digga. Wir sind fast tot. Gar nicht so einfach hier, das Game. Kiss it goodbye. Digga, was ist los? A massacre.
These armed thugs just appeared from nowhere. We need to get help. I can make the call from the control room one floor up. Can you take me there? Sure. Sounds good. Follow me. Natürlich ist es hier ein Massaker gewesen, Digga. Was ist denn los? So, wir müssen jetzt, glaube ich, irgendwie wieder hier hoch oder so, oder? Warte mal, ich muss selber jetzt erstmal gucken, jetzt, Freunde. Es ist schon eine Weile her, als ich das Game gezockt habe. Es ist auf jeden Fall eine Katastrophe, auf Konsole zu zocken, Leute. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt... Wenn ihr die Möglichkeit habt, Leute, zockt es lieber auf PC. Das ist hier echt eine Katastrophe. Ich muss das Ding irgendwie in Betrieb nehmen, war das. Nein. Oh, das mit dem Springen, das ist echt eine Katastrophe. Ich glaube, wir müssen erstmal hochfahren. Zum Kontrollraum müssen wir, Freunde. Allein schon das Laufen ist echt... Bah! Das Laufen ist echt schon mega schlimm. Doll. Ah, der Kollege, ja genau. Shit. Oh, unser Kollege, Mann, was hast du getan? Okay, wir müssen hier durch. Oh, fuck. Ja, Diggas. Das war's hier mit eurer kleinen Geburtstagsparty. Schluss mit lustig. Okay, hier ist zu. Aber hier nicht. Schon wieder ein Toter? Alter, was haben die hier veranstaltet? Viermal, nice. So, Digga. Nur los. Oh, ist das laut, oder? The train lit up like a Christmas tree. Power was back on. Ich hab ein bisschen Angst jetzt, dass jetzt welche kommen. Wir gehen wieder runter. Jetzt können wir nämlich das Ding starten, glaube ich. Ach so. So. Die Diegel ist auf jeden Fall nice, Mann. Die dreht durch. So, jetzt können wir das Ding hier starten. Gucken wir mal. Die Fresse von Pain, oder? Boah, ist das laut! So much for being subtle. Oh shit! Hey! Wollen wir eine Waffe wechseln hier? Für die Pumpe haben wir schon ordentlich Muni, Mann. Das nehmen wir natürlich mit. Part 1. Immer noch der amerikanische Traum. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Parts es überhaupt gab. Led to an abandoned part of the station, closed off since the early 40s. Something big was going down at Roscoe Street. Maybe that's why Alex had wanted to meet me here. Maybe not. One way or the other, I was gonna find out. I was gonna find out. So, in den Katakomben unterwegs, Leute. Ich bin kein Englischprofi, sag gleich zu Anfang. Shit! Sterbt ihr Bastard nicht. Knall euch alle ab. Ich laufe hier ohne Probleme durch. Ich werde euch zeigen, wer der King ist hier. Yo,
Damn, Mann. Fuck you. Oh, shit. Wir brauchen Munition, Freunde. Jetzt geht's langsam hier aus. Diese Munition geht aus. Also sie geht eigentlich nicht aus, aber. Like Lapino. Now that's spooky. Nee, die Munition geht eigentlich nicht aus. Spooky. Boah, ist das schlecht. Man trifft die Gegner gar nicht, aber man trifft sie irgendwie trotzdem. Voll cool, oder? Das ist voll geil, Mann. Boah, hier Munition ohne Ende. Bevor wir jetzt hier hochgehen, gehen wir mal kurz weiter. Vielleicht könnte hier unten noch irgendwas liegen. Das möchte ich natürlich haben. Oder möchte ich natürlich das Ganze untersuchen. Deswegen werfen wir nochmal einen Blick hier hinten her. Aber ich glaube, damals hat man noch nicht unbedingt so Secrets versteckt. Oder irgendwelche Sachen, die man gebrauchen hätte können. Die hat man einfach noch nicht versteckt damals. Schade eigentlich, ne? Alter, was? What the hell was that? Eine Explosion. Eine krasse Explosion. Hold on here. Give me the detonator. Whack! Get him! What the? Digga! Oh! Ah! Das ist so geil. Was haben wir hier? The door had been welded shut ages ago and the bomb was missing a detonator. Die müssen mal aufspringen, glaube ich. Okay, fellas. The police are on their way. New York's fine. What? Stirb, du Bastard! Na, das war's mit eurer Party hier wieder. Hä? Hä? Mit Max Payne habt ihr nicht gerechnet, hä? Wird mich rächen. Ja, Mann! Ende mit der Geburtstagsparty. Die Zeiten sind vorbei, wo ihr das Sagen hattet, ihr räudigen Pissnelken. We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at you. This is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. You are to cease your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking and everyone's real sorry. They'll never do it again. Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. Oh, fuck, sorry. Oh, Mann. So, komm. Na ah, genau, jetzt müssen wir die Springladung, glaube ich, finden oder irgendwas. Hier liegen Zettel rum. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. Warte mal, ich glaube, irgendwas war hier noch mit irgendeinem Spind oder so. Oder war das hier hinten? The bank robbers had left their tools on the table. Tools on the table, hier. Die Sprengladung. Judging by the detonators, the crooks had bought enough explosives to send Lady Liberty. Detonators. So, jetzt müssen wir hier wieder raus. Jetzt kommen aber bestimmt auch wieder Gegner. Didi! Didi! So, in die Bank kommen wir, glaube ich, nicht direkt rein. Das
Es werden bestimmt wieder böse Überraschungen auf uns warten. Was wollt ihr, verdammt? Was wollt ihr? Er hat eine Granate geworfen! Alles klar, Digga, warum wirfst du Granaten? Er wirft eine Granate, er will uns auf jeden Fall kaputt machen, der Typ. Mein Kollege. Max, Jesus, you almost gave me a heart attack. I nearly shot you. Alex, we're glad to see you. What the hell's going on? There are more corpses here than at the city morgue. It's an armed robbery. A tunnel job straight to the Roscoe Bank vault through the old station wall. Is this why? This is Lupino's gig? This is Lupino's doing? Lupino's men? Really? You sure know how to pick a place? Can you get through? No, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lupino, it's... Alex? Alex! There was nothing I could do. He was dead. I could tell by the empty, accusing stare of his eyes. Jetzt ist Alex auch noch tot. Oh shit, oh shit, oh shit. Den habe ich doch gar nicht hingeschossen. Leute, habe ich doch gar nicht hingeschossen. Alter, wie geil ist das denn? Boah, jetzt langsam kriegen wir aber massig Painkillers, Alter. Schmerzmittel ohne Ende. Oh shit. Alter, die haben wir mal richtig souverän getötet, Mann. Ey, wir haben so viel Schmerzmittel jetzt gerade hier, ne? Wir wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Plunder. So geil ist das gerade. Wir metzeln hier alles weg. Alles. It kept me relatively sane for the past 3 years. Now I didn't know how I felt. Somehow he had stumbled upon something big and ended up stepping on Jack Lupino's toes. Also auf PC konnte man irgendwie Stopp machen so, aber ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum man das auf Konsole nicht kann. Hatte man unten extra so einen Stopp-Button gehabt. Lupino ran his racket of sex, drugs and contract killings from a sleazy hotel in a slum block of tenements. The NYPD was closing in. I could hear the sirens. Their wail was a crescendo. Lupino thought he could get us by taking Alex out and leaving me to take the fall for it. All he had gotten was my attention. I went for the hotel first. It was a sad old thing with flickering lamps and faded colors, cheap mobster punks and tired-eyed prostitutes. I walked straight in, playing at Bogart, like I'd done 100 times before. The place was run by a couple of murdering mobsters with shark smiles. The Finito brothers. Ladies and gentlemen, it's the pain in the butt. Pain to the max. You're killing me. If you make that up yourselves, you get some wino downstairs to come up with it. Don't answer that. A rhetorical question. I got something for the boss. Lupino around? That kind of depends on who's asking. A friend or a junk squad plant. But don't answer. It's one of them, how do you put it, rhetorical questions. Lupino ain't here, but he said bye. Lupino wasn't in his cheap hotel. Instead, I ran into the Finito brothers. My cover had been blown. The door slammed shut behind me. Also, wir wollen einen der Brüder da treffen. Raindrops. Die wollten uns aber nicht vorlassen und wollten uns deswegen töten. Und denkt, ihr habt eine Chance gegen mich? Ja, Digga, das war's mit deinen
Geschäften hier, mit deinen illegalen Geschäften hier. Abgesägte Pumpe, nice. Gib mal ein bisschen Kohle her hier. Oh shit, oh shit, oh shit. Bosses, Joey, Vigilio, you right in there? They're not answering. Call the others. Tell them to come quick. Okay, but we can't wait for them. We gotta go in now. Na, kommt rein. Bosses, we're coming in. It's Payne. Ihr räudigen Bastarde. Ihr denkt, ihr habt nur den Hauch einer Chance gegen mich? Habt ihr euch aber geirrt hier. Irgendwas müssen wir hier noch machen. Wartet mal, irgendwas? Blut oder irgendwas? Ah, hier ein Zettel oder was? Ah. Ed met Lupino only once. The gangster ran off. Da ich eh kaum was verstehe, Leute, möchte ich eigentlich im Schnelldurchlauf durch. Wenn ihr allerdings anderer Meinung seid, könnt ihr das gerne schreiben. Wir nehmen nochmal eine Dosis. Das fand ich immer cool damals hier. So Blödsinn, oder? Ob sowas wirklich gibt, dass das Bett wackelt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist das hier für ein abgefuckter Puff, Mann? Wer würde denn hier eine Olle anfassen? Ganz ehrlich, hier stinkt doch schon die Wand. Ja, Max Payne läuft einfach durch Scheiben. Ist ihm scheißegal. Er nennt sich auch Chuck Norris. Man, die abgesägte ist auch geil, Diggas. Ist auch cool. Immer noch Part 1. Wann kommt denn hier endlich mal Part 2, Digga? Shit, oh shit. Hey, yeah. Ey, das ist so verranzt, ne? Geht das nicht? Doch. Hey, yeah. Manche sterben irgendwie aber auch nicht direkt, ne? Bei manchen musst du echt oft drauf schießen. So läuft das hier, Digga. So läuft das hier. Wir haben aber mittlerweile genug Bullet Time, also Zeitlupe. Hier können wir natürlich schon wieder Heilung nehmen. Da haben wir auch. Hier. Die Schreie. Ich fand es damals so geil, als der Typ so geschrien hat immer. Ist immer noch genauso lustig wie damals. Oh shit! Fuck. Überläuft die gleiche, überläuft das gleiche Zeug. Oh, ein Double Penetration Zimmer. Komm, lad nach. Ey, wie wir hier durchmaschinen, da kann man mal sehen, wie einfach damals die Videospiele waren. Ja, man ist einfach durchge. Man ist einfach durchgelaufen so, das war kein Problem damals. Guck mal wieder die Waffe hier. Double Time Action! Oh, hier ist wieder irgendwas. This party had been dead for a while. I couldn't say I was sorry I missed the show. Tonight, the city's fight against the nightmare drug Valkyr took a turn for the worse, as DEA Special Agent Alex Balder was found brutally slain at the Roscoe Street subway station. Also wir werden gesucht anscheinend. Weil wir hier so krass aufräumen in diesem Puff. Immer noch Part 1. Louis,
PlayStation 2 speichern. Das muss der Bruder gewesen sein, so wie der geschrien hat. Der hat sich genauso angehört. Oh shit. Nein, 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 was machst du, Digga? Ich hab die falsche Taste gedrückt. Alter, was geht hier ab? Shit. Oh Mann, die haben jetzt aber gut Damage zugefügt hier. Also die Waffe ist geil, aber... Die muss natürlich immer nachladen. Es ist so ein kleiner Nachteil, würde ich mal sagen. Oh shit. Eine Falle. Oh. Was ist das denn? Na ja, gut. Haben wir eh schon. Oh, dass der immer diese Comic-Dinger da macht. Leute, wenn ihr da das irgendwie lesen wollt oder wenn ich das irgendwie... Ich meine, ihr könnt ja pausieren, wenn ihr das lesen wollt. Our investigation had turned up nothing to link Angelo Punchinello. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah. Genau, hier mussten wir irgendwie raus jetzt oder so, ne? Alter, Max Payne. Der ist zu krass für diese Welt. Er macht Scheiben schon mit seinem bloßen Ansehen kaputt. Kann man da Molotovs werfen? Ich weiß nicht. Muss ich wahrscheinlich extra... Hä? Ja, und jetzt? Hm. Did you hear something? What the fuck? Wir halten einfach drauf. How, dude? Komm schon, komm schon, komm schon, Payne. Oh, oh. Knallt richtig in den Ohren, Mann, wenn der schreit. The hooker had left her diary on the table. Warte mal, liegt was auf dem Tisch? Ah. On the table. The diary belonged to a hooker named Candy Dawn. Irgendwie, Leute, macht das Game nicht mehr so Bock wie früher. Das ist stumpfsinniges Durchrennen hier. What the hell? Alter, wir haben alle niedergemetzelt, aber wirklich alle. Keine Chance, die Pispel, Mann. Und wir haben immer noch unendlich Munition. Ich habe damals, muss ich zugeben, ich habe damals einen Cheat angewendet, da war ich ja noch klein. Und da habe ich unendlich Zeitlupe, unendlich Munition, alle Waffen habe ich da gehabt. Und ich konnte mir das immer nie vorstellen, dieses Spiel ohne das Ding durchzuspielen, weil mir das so schwer vorkam. Aber es ist total simpel eigentlich, ne? Es ist total simpel. Ich habe volles Leben. Schmerzmittel habe ich sau viel. Ich habe Munition ohne Ende. Eigentlich voll simpel, ne? Einfach alle kaputt machen hier. Kein Problem. Ohne Probleme, Alter. Ohne Probleme. No problem. Oh shit. Oh shit.
nur als eigenen Macker erschossen. Wie geil ist das denn? Seinen eigenen Macker erschossen, ist ja geil. Irgendwie muss ich hier raus. Ah. Hey, Stirb, verfluchte Scheiße. Exhibit number one, a newspaper. Ah, so kann man die Waffen auch wechseln. Munition. Shotgun-Munition ohne Ende. Warte mal, von diesem Fall gekommen, dann müssen wir hier hoch jetzt. Aber irgendwas müssen wir hier untersuchen. Ah, eine Ratte. Wir müssen eine Ratte untersuchen. Schmerzmittel. Ey, wir haben so viel Schmerzmittel, ne? Oh shit. So viel. So, jetzt kommt der Boss hier, glaube ich. Oder er sollte kommen. Er kommt aber nicht. Und jetzt machen wir Spezialmove hier. Oh. Kein Problem für uns. Ago, this would have gone down as a narcotics arrest. It was dirty money. There was a key on the table. Okay, damals auf der PC-Version, wenn man da auf die Geldscheine geschossen hat, sind die noch so umhergeflogen. Es ist jetzt anscheinend nicht mehr so. Oder es wurde irgendwie rausgenommen, keine Ahnung. Warum auch immer? Warum auch immer man solche geilen Sachen entfernt? Two mad dog killers, ready to murder each other. They step into the next room, and I'm thinking, now they're gonna do it. But no, they sit down in front of a TV. And solve their differences with the kung fu fighting video game. I tell you, Candy, I was so depressed, I strangled them both with the video game cables. Oh, Rico, you're so bad. I am, ain't I? Rico Muerte, big time hustler. Who the hell? It's that cop. Muerte went for his gun. Oh. Die Olle hat auch eine Waffe. Ich hab einen Ladner. Alter, ich hole jetzt mit Special Move Tantchen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber sterben tust du trotzdem. Alte Bitch. Kein Problem für uns wieder mal. Wir haben es erledigt. Mit untergelassener Hose, dieser Bastard. Alter, wie lange das noch geht, oder? Was haben wir denn hier für eine schöne Waffe jetzt? Oh, das ist echt stumpfsinniges Durchrennen, Leute. Das ist echt mega stumpfsinniges Durchrennen, ja. Wenn man andere Spiele kennt, Leute, ist das hier eine Katastrophe eigentlich. Eigentlich wollte ich dieses Spiel verewigen auf meinem Kanal, aber das ist echt eine Katastrophe. Muss man ganz ehrlich sagen. Es passiert nichts. Es ist total langweilig so. Gut, es ist auch wirklich auf leicht. Ich konnte keinen anderen Schwierigkeitsgrad auswählen anfangs. Da musste ich es erstmal durchspielen. Aber trotzdem. Man trifft die Gegner, obwohl man sie nicht trifft.
genauso lustig. Oh shit. Oh, Hardcore-Musik. Stirb verflucht. Guckt euch das an hier, ohne Probleme. Ohne Probleme durchgerusht. Mal schnell alle getötet. Haben wir ja kein Problem mit so. Wir sind ja eh die Kings. Und jetzt? Ah! Immer noch Part 1. Ist das denn die Möglichkeit? Das gibt's doch nicht. Turn around, walk away, blow town. That would have been the smart thing to do. Guess I wasn't that smart. Lupino's tenement buildings were a seedy hangout for all kinds of sleaze. A liquor store, a pawn shop, a laundromat full of mobster bookies and loan sharks. The list went on. The how and why of it was a mystery to me, but they knew I was a cop. They knew I was coming, and they were gonna get real trigger happy about it. I got to see Lupino's hangout all lit up. A bomb went off, turning snow into liquid gold. A pillar of fire lifted the remains of a car straight up into the air. The flames were highlighted on the hood of a black Mercedes-Benz as it coasted down the street real slow. Vladimir, habt ihr gesehen? Vladimir zurückkommt. Was damals einer der krassesten Games war wahrscheinlich. Exploded inside the closest slum building. It was a lucky break. The goons inside were spooked, but luck always came with a price tag. More bombs could still be ticking inside, and the cops would already be on their way. Jack Lupino's suite was on the top floor. At least it used to be, before the explosive makeover. So Leute, und hier verabschiede ich mich auch mit dem Game. Ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr auf Max Payne 1. Damals war es mega geil, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, langweilig geworden, so, du läufst einfach so stumpfsinnig durch, so, ich weiß auch nicht, Freunde, ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll, so. Ist irgendwie nicht mehr so krass wie damals. Naja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, schreibt auf jeden Fall Feedback, ob ihr vielleicht doch noch was sehen wollt. So lange ist das Spiel, glaube ich, nicht mehr. Also, wenn ihr noch was sehen wollt, Leute, schreibt es auf jeden Fall rein, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und, ja, dann sehen wir uns wieder zu einem besseren Video als zu Max Payne 1 oder besseren Spiel, leider Gottes. Aber gut, jeder hat mal klein angefangen. Und die Spiele vor 10, 20 Jahren, die sahen halt nun mal so aus, ja. So ist es halt. Gut, Leute, bis dann. Servus, euer Panne.